Herzlich willkommen beim Videocast der himmlischen IT von der Rachpal IT Solutions. Wir starten vom Boden und nehmen Sie mit in die Cloud, ohne dass es Ihnen schwindelig wird. Und nun viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nils Kappen. In folgendem Videocast möchte ich Ihnen mal zeigen, wie das neue Betriebssystem von Microsoft, das Windows 8, hier noch in der Pre-Beta an Office 365 angebunden wird. Wir starten auf den neuen Startscreen des Windows 8. Das ist die Metro-Oberfläche. Mit einem Klick auf Desktop gelangen wir in eine klassische Ansicht, so wie die meisten User sie schon kennen. Mit einem Klick auf den Internet Explorer, habe ich schon mal vorbereitet, sehen wir schon die Startseite des Office 365 Portal. Im rechten Bereich unter Ressourcen finden wir den Punkt Downloads, die Sie für die Einrichtung von Office 365 in Ihrem PC benötigen. Unter Punkt 1 finden wir das Microsoft Office Professional Plus. Unter Versionen kann ausgewählt werden, welche Version. In meinem Fall bleibe ich bei der 32-Bit-Version. Und die Sprache kann ausgewählt werden. Das lasse ich in meinem Fall ebenfalls auf Deutsch. Anschließend klicke ich auf Installieren und sehe, dass ich die Datei herunterladen möchte. Nachdem die Datei heruntergeladen ist, melde ich mich wieder bei Ihnen. Bis gleich! So, der Download ist nun abgeschlossen. Ich bestätige nun mit One, wo ich anschließend vom Windows gefragt werde, ob ich das wirklich installieren möchte und ob ich mir sicher bin. Bestätige ich ebenfalls mit Ja, bin ich. Und anschließend werden die Daten von Microsoft Office Professional extrahiert. Ich melde mich nun bei Ihnen, sobald die Installation abgeschlossen ist. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, öffnet sich der Microsoft Online Services Anmeldeassistent. Hier werde ich noch einmal gebeten, meine Microsoft Online Service ID zu verifizieren. Das werde ich jetzt hier einmal machen. Nachdem mein Konto erfolgreich verifiziert wurde, kann ich die Microsoft Office Produkte auch nutzen. Ich werde nun einmal den Outlook Client öffnen und zeigen, wie sich das Office in das Metro Design integriert hat. Dazu wechsle ich wieder in die Metro Ansicht und scrolle nach ganz rechts. Hier sind nun einige neue Docs hinzugekommen, unter anderem das Microsoft Outlook 2010. Ich öffne das einmal. Hier wird nun mein Konto noch verifiziert, wo ich mich auch noch einmal anmelden muss. Und anschließend ist das Konto erfolgreich eingerichtet. Ich setze den Haken bei Remember My Credentials, damit ich nicht jedes Mal beim Starten mein Kennwort eintragen muss. Und das Outlook startet. So, nun ist das Outlook erfolgreich eingerichtet und wir können auch alle anderen Produkte aus der Office Professional Plus Suite nutzen. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Sie sahen einen Videocast der Rachpal IT Solutions, Ihrem Partner für Informationstechnologie im Mittelstand. Mehr Infos finden Sie unter himmlische-it.de.